Wir haben heute den 22.02.2020, weswegen ich es etwas schade finde, dass das nicht Folge 202 ist. Tja, hätte ich noch 4 Folgen pausieren müssen, ne? Insane Explorer Guy. Warum ist er so wahnsinnig? Das werden wir sicherlich heraus. Oh. Ja, danke, dass du mir die Warnung dahin geschrieben hast. Ich konnte blitzschnell reagieren. Jetzt wusste ich sogar, dass das kommt. Turd of Destiny. Ach, du liebe Zeit. Die wilde Kacke. Ach so, ich muss da nur draufbleiben. Ich dachte, ich kann nach rechts runter. Das war ein Countdown. Und jetzt zählt ja hoch. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, das war ja unfassbar gut. Poop-Fart. Poop-Fart-Fart. Poop in Poopy-Diarrhea-Farty-Fart. Das ist eine Symbol-Map für die heutige Qualität in Happy Wheels. Also, dazu muss ich gar nichts mehr sagen. Go, not yet. Was zur. Argentinien? Das ist die offizielle Map aus Argentinien. Es gibt keine andere, nur die. Was ist das hier? Erstmal so stehen bleiben, dass ich auch bis nach oben komme. Ja, das ist aber nicht so einfach. Eldola. Gut. Was ist dann ganz links noch? Nichts. Okay. Wo? Ist das jetzt ein Secret? Car. Ich verstehe alles an dieser Map. Kann ich bitte mal festhalten, wie viele Pogo-Level hier wieder sind? Achtet mal auf die Köpfe in der Spalte. Da sind so viele Pogo-Level. Was ist das? Amazing. Very hard. Sieht aber okay aus. Oh no, falling. Da ist es wieder. Also, das Ding da. Wow. Hier muss ich auch hin, ne? Und dann kommt das. Alter. Das ist ja aber ziemlich interessant, dass der Meteorit einfach nochmal kommt. Kann ich ihn vorschicken? Nee. Oh, wow. Aber diesmal hat es geklappt, dass ich nicht gestorben bin dabei. Es ist da runtergefallen. Wrong, you may lose. Was? Ey, ich glaube, ich muss echt vor dem Teil ankommen, oder? Oh man, das ist ja nice. Boah, Alter. Ungrateful, bitch. Habt ihr auch gelesen am Anfang? I promise. Was hast du da getan, Hamsterhoden? Ich habe Reds eingegeben, denn Red geht ja nicht. Ich muss ja mindestens 4 Zeichen eingeben. Und dann kommt sowas bei raus. Na, ich fange erstmal da unten an. Reds Boma. Wett. Egal. Ein aufregendes Level. Ich hätte es falsch rumsortiert. Ich hatte es nach Oldest, ey. Jetzt bin ich richtig rum. Klasse. Was höre ich da? Wow. Rats. Das sind die Ratten. Also sie machen viel Lärm. Wow. Wie soll ich daran vor. Alter! Die sind ja brutal. So geht das doch viel besser. Was? Ich kann nicht mal drüber fliegen, ohne dass was passiert. Ey, da fliegt tatsächlich auch einer in der Luft. Ich fasse es ja nicht. Haben wir es jetzt? Wie lange geht das jetzt hier nach oben, bitte? Oh nein, noch Minen hingelegt. Was ist das für ein Level, ey? What? Ich hab sie mit runtergeworfen.
Nein, Abrissbirne, Abrissbirne, Alter. Also die Ratten sind schon längst weg. Gefunden. Redstrap. Oh, war das eine Maus in der Beschreibung? Kommt jetzt hier was? Da war noch mal was versteckt. Eine zweite Falle. Ich will das mit ihm machen, aber ich gebe jetzt nicht auf. Oh, fuck. Das ist ja gar nicht so easy. Ey, was zu... Mann. Es ist nicht ausgelöst worden. Reds have Blender. Au. Das war ja fies. Hä, was zur... Wo muss ich denn hin genau? Jetzt wollte es nach unten. Ist immer noch da, aber scheiße, ey. Oh, oh, oh. Soll das so sein? Ich schätze mal fast nicht, oder? Was ist das denn für eine Maus? Also eine Ratte. Wir wollen da schon korrekt bleiben. You are as small as a rat. Ach so, das ist ein Glas. Ich habe mich schon gewundert. War das ein Computer? Wo lang? Scheiße. Ach so, das ist ein... Ich erkenne erst gar nicht, was das alles sein soll. Vom Strohhalmende getötet worden. Muss man auch erstmal schaffen. Also doch darunter. Wir wollen ja zurück in unser Rattenloch, ne? I. What? Was, wo soll ich... Ach so, ich muss dann doch nach rechts. Oh, die Map ist verwirrend und teilweise eklig, wie wir gerade festgestellt haben. Wow. Also jetzt... Noch eine... Geht das? Ist das eine Rattenfalle? Ja, also ich kann schon Mausefalle sagen, auch wenn ich das unterscheiden will. Oh nein. Oh, ein Busch. Was haben Ratten und Büsche gemeinsam? Was ist das hier noch? Eine Pupswolke. Okay. Rats, have fun. Mutti. Wir sind nochmal eine Ratte in einem Haus oder was? Jetzt hänge ich da fest. Nochmal eine Rattenexpedition. Ah, das ist jetzt eindeutig ein. Oh, das kenne ich, glaube ich, das Level. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ist es genau das Level oder nicht? Wow, nee, doch nicht. Ist ein anderes. Ah. Dann Rats Panic. You are Rat. We hate you. So panic. Was? Wenn das. Ich wollte gerade sagen, das sieht doch aus wie eine Katze. Hä? Ha! Verarscht. Gibt's hier noch ein Easter Egg irgendwo? Für die ganz Boah, in den Arsch. Aber jetzt kommt das, worauf wir alle gewartet haben. Hamsterhodens Ausraster, ey. Und das wird jetzt die ganze Zeit wiederholt, oder was? Ich habe ja gerade schon gelesen, dass man eigentlich den Lawnmower-Typen spielen soll. Und der ist ja auch in den anderen Maps dann drin. Ja, das war übrigens ganz toll. Hamsterhoden. Ei, ei, ei. Ja, mehr wird da auch nicht mehr kommen. Rat's Kitchen. Raid 5. Was war das? Ich erkenne schon wieder nichts. War das ein Wasserglas da? Bin ich rausgefallen? Nee, ich soll hier lang. Teilweise ist das so verwirrend. Oh nein. Ich hätte wieder runterfallen können. Was da, was da, was da links? Was da links? Links runter. Oh. Aha. Also man kann wirklich sofort gewinnen. Ja, dann fahre ich diesmal hier rein. Boah. Gibt's hier noch irgendwas? Ey, was ist denn das bitte?
Wo bin ich hier gelandet? Was soll das? Was zur... Ja, ich hab dich verarscht. Ich bin über die Wand geflogen und kann das jetzt so machen. Oh nein. Oh, das ist ja nett. Ich verzichte. Nochmal hier. Das ekelhaft. Ey, was? Was? Wie geht's nicht weiter? Ich muss da rein. Hä? Da stimme ich auf jeden Fall. Was wird das jetzt? Oh. Oder soll man das echt geschickt machen, dass man da nicht stirbt? Ach du liebe Güte. So unmöglich, oder? Oh, Mist. Aber ich kann trotzdem weiter gucken. Ja, hier wäre das Ziel. Ich lebe noch. Jetzt runter hier. Ja, ich bin in Erbrochenes gefallen, oder was? Dann weiter mit den Hamsterhoden-Maps, die eh alle gleich sind. Also kann ich auch das oberste anklicken. Das wird ja jetzt die finale Version sein, nehme ich an. Red's Adventure One. Ach nee, das habe ich ja gespielt, das ist ja wieder rückwärts. Genau. Dann will ich mal gucken, was er noch gemacht hat, falls überhaupt. Ja, das habe ich. Du hast ja noch was anderes von ihm. Es sind mehrere Abrissbirnen. Das ist alles. Das ist die andere Map von Hamsterhoden. Lande ich? Ja, ich lande nicht mal irgendwo. Unglaublich. Hey! 5 Ostrich-Levels. Kann ich die nur überhaupt... Achso, ich kann ihn nicht mal greifen. Was ist denn das? Das soll auch wahrscheinlich nicht so sein. Das hat ja nur einen Stern. Ostrich Run. Ja. Ich kann mich nämlich erinnern, in einer Folge hatte ich ja einen Straußen-Level. Ich dachte mir also, ich gebe das mal ein. Slow down. Nö. Ah, da sind Minen. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass Strauße, ne? Die korrekte Mehrzahl ist Strauße. Wieso sollte ich eigentlich die Version spielen, wenn ich die Vollversion hier habe? Also ich wollte sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass Strauße solche Rollen an ihren Beinen haben. Ist wohl kreative Freiheit des Users. Welcome to Happy Wheel. Ja, ich habe die beiden Münzen nicht gefunden. Das hier noch? Das ist aber nicht das, was. Oh, doch, glaube ich schon. Ew, ist das das, was ich mal hatte, das Level? Nee, oder? Die Beine sehen so komisch aus. Ich kann mich nicht bewegen. Oh, jetzt geht's richtig ab. Am Anfang ging es gar nicht und jetzt auf einmal Übertreibung des Jahrhunderts. Log. Gut, und die letzte Map für heute. Ostrich wird extrem für den Ausrufezeichen von Jacksepticeye 2005. Ich bin mir sehr sicher, dass das Jacksepticeye ist, oder? Sorry, it sort of bad. Und das Spiel. Das Level spielen wir jetzt zum Ende. Ernsthaft? Ja, ich geb's auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Giraffes are they're really quite quite they're really able to